So, wir sind heute mit Total Trash zur Premiere in Aachen. Hier steht der Kinochef. Wie schaut es denn aus hier in Aachen? Erzähl mal. Ja, was soll man groß erzählen? Grundsätzlich schaut es gut aus. Ihr habt euch genau den richtigen Tag ausgesucht, weil man sagt immer, in Aachen regnet es ständig und man sieht, es regnet. Für die Fälle, dass es mal nicht von alleine regnet, haben wir einen kleinen Wasserfall direkt am Eingang, damit wir mal schön das Wassergefühl doch mitnehmen können. Ja, das Apollo-Kino gibt es grundsätzlich seit ungefähr 1990, Anfang der 90er Jahre, ist hier in so ein altes Industriegebäude reingebaut worden und spielt seitdem fast ausschließlich reines Arthouse-Programm. Und ja. Wie ist das heute, hier so viele Kuttenträger zu sehen und Heavy-Metal-Fans ist auch für euch außergewöhnlich, oder? Ja, was heißt gewöhnungsbedürftig? Wir sind ja, machen ja nicht nur den Kinobereich, wir machen ja auch studentische Partys und haben seit Jahren auch eine Reihe, früher mal Alternative Monday, später Alternative Friday gehabt, sodass wir mit Heavy-Metal-Musik hier keine Berührungsängste haben. So, jetzt! Scooter! Hyper, hyper! Heute. Heute. Ja, mit diesem geilen Panoramablick verabschieden wir uns aus Aachen. Es war gestern eine richtig geile Trash Night, geile Leute hier, richtig geile Party gemacht und was eine geile Innenstadt. So macht es Spaß, macht weiter so hier. Und jetzt geht's weiter nach Köln. Thank you.